Ah, da muss ich sagen, hallo zusammen, ich bin der Ben. Hallo zusammen bei Besagan, ich bin der Ben, glaube ich. Okay, hallo zusammen, ich bin der Ben von Besagan. Genau. Ich bin Sammy. Erste Sammy. Und heute haben wir den 21. 21. Und er ist schon ganz gut. Und ich bin dran. Ja, ich habe das von gestern cool gefunden und jetzt bekomme ich eins. Das ist sicher gut, cool. Ich kann es ja gleich können lösen. Kann man. Weil es er nicht geschafft hat. Ja, mal, ich hätte es schon geschafft, aber du bist so gickrig, so gefunden, du machst gerne so Zeug. Ja, schön. Das, was ich auspackt, ist jetzt sicher wieder so ein, schönes. So ein schweres Zusammensetzteil, wo einfach den Kopf komplett. Oh, schau. Ja, das kann man jetzt ein bisschen heben. Ich bin gerade am kaputt machen. Sind wir mit dem Thema, also ich besser wie auseinander als zusammensetzen. Obwohl, Vater, hast du jetzt etwas zusammengesetzt? Okay. Kannst du es noch ein bisschen weiter tun? Ich habe es noch nicht. Dass ich da den gelben Spot habe. Wer hat den gelben Spot? Machen wir die Lösung raus. Und da die da irgend so. Die schaut hier nach oben, hast du gemerkt. Noch drei Teile. Ja, da sehe ich mich. Das sehe ich mich, ja. Speziell. Oh yeah, das Raumschiff. Das ist mir Pschu, pschu, pschu! So, okay, viel Spaß. Was auch immer musst du machen. Also, da ist jetzt. Ich nehme an, die musst du irgendwie so aufeinander stellen, dass sie haben. Also, das ist irgendwie so ein. Okay, ich kann die Form nicht beschreiben. Es sieht aus wie ein Trapez, aber es ist. Ja, es ist schön. Aber es ist schön symmetrisch. Was man von diesem Teil hier nicht behaupten kann. Das ist ein Fehler. Moment, schön. Doch, wenn ich es so habe. Dann ist es auch wieder symmetrisch. Ja. Und das dritte, ist das da? Ja. Ist das gleiche? Ich weiß es eben nicht. Okay, jawohl, das sind zweimal also, solche Teile. Ich hätte eine Idee, was ich jetzt mit dem machen würde. Das sind die Waffen vom Raumschiff. Genau. Und fertig! Bravo! Also ich weiss nicht, ob ich die Lösung im Kopf habe oder so, aber... Ich nehme an, du musst etwas bauen, das du dann auch hast, wenn du es anstellst. Meinst du? Was soll sonst der Sinn und Zweck von diesen vier Klettern? Keine Ahnung, ich wundere mich jetzt genau, was für ein Denkfehler sie macht, dass die da eine Bündung sind. Und da bekomme ich es nicht bündig, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Warte, so, ja, so wäre es bündig. So wäre es bündig, nein, ja doch. Geht doch gut aus. Was soll das wäre da, wenn es fertig ist? Also heben tut es nicht, weil du kannst nie natürlich. Nein. Aber darum denke ich, muss es irgendwie so anstellen, dass alles irgendwie einen Sinn ergibt. 42 oder so. Zum Beispiel so, oder? Upsa. Ja, es muss einfach loslassen, dass es hat haben. Ich glaube, das ist schon so. Gut, dann tue ich das auf die andere Seite an, so, dann habt ihr schon. Ich habe keine Ahnung, was es wird werden. Ich könnte höchstens die Lösung anschauen und dir einen Tipp geben, was es könnte werden. Mach mal einen Würfel. Ominöse Würfel. Das geht mit dem Teil nicht. Ein Würfel. Das ist mit dem Teil und zwei weiteren Teilen kannst du nicht einen Würfel machen. Sicher, die Lösung heisst, warte auf morgen, weil da sind die anderen drei Teile drin. Wahrscheinlich musst du einen Turm bauen. Weißt du, was ich meine? Eine gerade Stange. Eine Stängeli? Ja. Super Mario Fahnenstange. Zum Beispiel. Ziel. Scheiße, ich wollte das so zusammen machen, aber es passt nicht so zusammen. Jetzt bin ich wieder bei dem. Ja. Ich muss auch nicht haben, weil es macht so. Es ist eine Schaukel. Ja, aber darf ich schon mal etwas probieren, ob das überhaupt möglich ist? Ich meine, ich merke mehr die Form, wenn es die richtige ist. Aber nicht doch hier flach. Das machst du so. Okay. Und dann kannst du doch den. So geht nicht, aber dann musst du doch das können. Wieder. Das rutscht. Was checkst du fast, was ich eigentlich will mit dem Ding? Einfach so und dann so. Und so kann ich machen. So. Ja, genau. Zweimal genau das gleiche Ding.
Okay. Und wahrscheinlich ist das schon völlig falsch bei drei Teilen. Aber so, dass man halt zweimal genau das gleiche Ding. Und wenn jetzt halt das irgendwie zusammen tust, egal wie, sieht es halt, halt schön symmetrisch aus. Wahrscheinlich. Oh, das geht in die Pyramide. Ich habe es nicht gesehen, aber du hast gesagt, das ist dreieckig. Ja, so geht es in die Pyramide. Das ist das Einzige, was du machen kannst, damit es auf allen Seiten gleich aussieht. Also meinst du so? Ja. Vielleicht. Also es ist dein Tag, wenn du willst, mach weiter, aber Pyramide denke ich. Ich habe gerne Pyramide. Ja, aber so macht es schon viel Sinn, ja. Voilà. Das passt jetzt da aber nicht rein. Aber es wäre... Doch, es passt ja. Ja, voilà. Du hast ja nur drei Teile, dann müssen sie irgendwie zusammenpassen. Eine Pyramide? Er hat Pyramide. Da muss ich jetzt, für den heutigen Tag muss ich jetzt unbedingt wieder Stargate-Hintergrund rein tun. Dass es zum Thema her passt. Und wenn ich da etwas nehme mit einem Winterlicht, dann weiß ich auch schon, welche Musik ich nehme. A, B. Ja, du hast genau so etwas so zusammengesetzt. Also ich finde jetzt, ich meine, das ist ja da recht, symmetrisch jetzt, oder? Also da, auf der einen Seite das hineingeschoben, auf der anderen Seite das hineingeschoben. Sollte ich nicht sagen. Und darauf sieht das ganz anders aus. Nein, du bist schon richtig, aber du hast es falsch hergelegt. Wenn da schaust, die Teile... Ja, musst du jetzt schauen. Du schaust es eben von oben runter an. Jetzt schauen wir das Ganze mal von oben runter an. Dann wäre das so. Und das B... Und so. Und das B kommt halt in die so. Und dann geht es schlussendlich. Jo, dann sieht es aus wie auf der Lösung, ja. Er hat es einfach auf der Seite gebaut. Ja. Aber Pyramiden ist halt auf alle Seiten gleich. Jo. Ja. Juhu! Finde ich geil. Also, hat mir jetzt gefallen für meinen Tag. Cool. Okay, like, kommentieren, abonnieren, dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann sehen wir, was für eine Scheiße der Ben morgen bekommt. Genau, apropos Scheiße, ich muss Schluss setzen. Jingle bells. 2 Minuten haben wir noch. Er hat noch 2 Minuten. Nur jetzt hat das Internet zu, das ist schon... Das gleiche mit dem Rasieren. Also am zweiten Tag oder so finde ich, ja, es sieht immer frisch rasiert aus. Und wenn ich dann etwas aufnehme, finde ich einfach, oh shit, ich sehe aus wie ein Penner. Den sehe ich jetzt aus wie ein Penner.